So, Freunde der Spielkultur, wir fangen an mit einem Spiel, was wahrscheinlich keiner kennt, was auch okay ist. Es ist Asterigos, Curse of the Stars, wo ich da so ein bisschen geschlittert bin. Was ein Action-Rollenspiel ist oder Action-Adventure, wie man es jetzt nennen will, was so ein bisschen an Phoenix Rising erinnert, was Ubisoft rausgebracht hat und so auch so ein bisschen Zelda, ne, du bist halt in der Welt unterwegs, bekämpfst Monster, hast so deinen Hauptcharakter und erforscht halt eine große Open World. Ich habe es nur kurz angespielt, es machte einen sehr soliden und guten Eindruck. Wir fangen jetzt einfach mal an und gucken, wie weit mich die Lust treibt, weil es kann sein, dass ich da wirklich viel Zeit investiere, es kann aber auch sein, dass das relativ schnell abgefrühstückt ist und ich sage nach einer Stunde, okay, das ist so alles ganz schön. Ist dann doch nicht so das Wahre für mich. Aber wenn mich das fasst, dann spielen wir es auch weiter. So, stehen Infos zum Mittwoch im Discord, wegen dem Community-Zocken zusammen. Ja. Lol, wie hast du das auf Deutsch bekommen? Indem man einfach Deutsch einstellt. Das ist die Presseversion. Übrigens, wir spielen nicht die Demo, bevor ihr euch vertut. Es ist das vollwertige Spiel, was ich schon zur Verfügung habe, was mir gegeben wurde. Und da ist schon eine deutsche Untertitel und alles drin. Und es wird auch natürlich dann, wenn der Release ist, die deutsche Oberfläche auch mit drin sein. So, wir fangen mal einfach an. Ich werde mal auf Epos einstellen. Für Spieler, die über sich hinauswachsen und Herausforderungen meistern wollen, an denen andere gescheitert sind. Epische Loblieder werden für jene gesungen, denen es gelungen ist. Und ich habe auch extra das Intro nicht geguckt und sonst irgendwas, wie das alles startet, weil ich mich ja dann lieber, wenn ich das mit euch zocke nochmal, mir das dann angucke. Hill, I've made my decision. It's not yet time for you to take part in this mission. No! Come on! Oh, das wird ja nicht überspringen müssen. Von Hilda. Gar nicht so viel, By the winds. I blacked out? The magic aura here must be too strong. And here I thought I'd gotten used to it. This is the cursed city of Aphis, after all. Huh. Oh, my things are all gone, damn it! Just what I needed. So, Erkundung, Interaktion. Man kann sich bewegen, ist alles klar. Interaktion mit A. Man kann übrigens am Anfang, habe ich schon so selten erlebt, auswählen, ob man A als Aktionspunkt will, als Aktionsbutton oder B. Weapons are missing. What happened while I was knocked out? Some salve. Luckily, it's still in the bag. I don't dare think about how I'd finish my mission without these medicines. Hiermit beauftrage ich Hilda, Kriegerin der Legion, in meinem Namen zu handeln. Ich sende sie in die Ruinen der uralten Stadt Aphis, um den Verbleib der Einheit zu untersuchen, die im Zuge der Operation Aschenwind ausgesendet wurde und erteile ihr im Hinblick auf diese Untersuchung höchste Autorität. Der Standort der uralten Stadt sowie eine Wegbeschreibung sind beigefügt. Hilda muss die Ziele lokalisieren, Kontakt mit ihnen herstellen und sie, wenn nötig, bei der Operation Aschenwind unterstützen. Wenn sie keinen Kontakt zu ihnen aufnehmen kann, muss sie sich schnellstmöglich in der Kommandozentrale melden. Im Auftrag des amtierenden Kommandanten Ludwig, 12. Tag, 5. Monat, Jahr 462, Zeitalter der Könige. There's been no word from my father or the Legion since they arrived at the cursed city. I need to find them as soon as possible. This is my only chance to prove myself. I can't dawdle here. Maybe I should have a look around first. Yeah.
Aber ich merke gerade, dass der Sound, also Musik ist sehr, sehr laut. Auch wenn sie sehr schön ist. Und ich sag's nochmal, wir spielen hier die Release-Fassung als Presseversion. Es ist nicht die Demo, die zurzeit verfügbar ist. Daggers, I could pry it open. Das ist Ausweichen. Ich guck schon mal so ein paar Sachen. Block mit dem Schild. Harter Hammerschlag. Hey! Stop! Damn it! He got through! I need to think of a way to get to the other side. A magicite device up ahead? Delasphäre. Wenn Hilda 1 Delasphäre berührt, wird ihr Standort für Hildas Notfallteleportation gespeichert. Ausruhen regeneriert LP, lässt aber bereits besiegte Gegner wieder erscheinen. Oh mein Gott, es könnte doch Souls-like sein. Wechselt zur Seite Fähigkeiten, wählt Talent und lasst Hilda durch den Einsatz von Talentpunkten, Verstärkungen, Fertigkeiten oder Bonustalente erlernen. Ihr müsst zuerst das Talent markieren und dann das Erlernte, das mit dem bereits Erlernten verbunden ist und anschließend durch X bestätigen. Wenn ihr mit Hilfe eurer Talente neue Fertigkeiten oder Bonustalente erhaltet, könnt ihr unter Fähigkeiten die Konfiguration eurer Fertigkeiten und Bonustalente verändern. Seid flexibel mit euren Fertigkeitskonfigurationen, um Stufen zu meistern. Gleichzeitig könnt ihr eure Attributspunkte beliebig verteilen, um Werte wie zum Beispiel Hildas LP zu erhöhen. Oh, what is this feeling? My body feels normal. It should be fine, right? Ja, okay. Skillen kannst du jetzt noch nicht. Obwohl Fähigkeiten, Attributspunkte, 8. Ich darf von Anfang an was entscheiden. Das ist aber doof. Kostet weniger AP. Wenn ihr mit eurer Waffe angreift, könnt ihr die Energie in einem magischen Edelstein bündeln, der euch ASP-Erhöhungsrate steigert. Gute Übersetzung. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner seltene Materialien fallen lassen. So. Präzision erhöht dieses Attribut, um den Schadenunterschied der Waffen zu erhöhen. Konstitution erhöht die LP meines Charakters, natürlich. Arkane erhöht die Attribute, um eure ASP-Regeneration und Fertigkeitsschadensraten zu erhöhen.
Fertigkeit wählen. Okay, also kann man 4 Fertigkeiten halten und es sind, es sind 1, 2, 3, ich glaube, Grundfertigkeiten und die anderen sind alles waffenspezifische Fertigkeiten. Bonustalente. Kann man zuschalten und abschalten. Ich glaube, das könnte ein ganz interessanter Trip hier werden. Also wenn ich das Fertigkeitsding schon sehe. Wobei, das ist ja noch recht entspannt. So, RBX, erste Fähigkeit einsetzen. Gut, hätte ich vielleicht auch ihn einsetzen sollen. Ist natürlich Geschmacksfrage. Hurry up and find my weapons. Also Kampf fühlt sich sehr wuchtig an. Staff, Spear, ein bisschen langsam. And my daggers. All right, I've got them all back. Je nach, nachdem ihr alle Waffen gefunden habt, könnt ihr im Menü die Konfiguration der Waffen oder Gegenstände jederzeit verändern. Hilda kann jede beliebige Waffe auf der Waffenseite ausrüsten. Probier sie aus und findet eure Lieblingskombination. Nordwindschwert und Schild, standardmäßiges Langschwert und Schild. Dolche, standardmäßige Dolche der Nordwindlegion. Eine der Dolche ist ein Geschenk von Harold an Hilda zum Abschluss ihres Initiationsritus. Der andere Dolch gehörte ihrem Bruder Karl. Hilda gestaltete ihn und verbesserte die Fähigkeit zur Speicherung magischer Energie, was ihre Angriffskraft steigerte. Schmuckstücke für Resistenzen. Schnellwahl Outfits. Hilda ist schon ein hübsches Kind. Tagebuch eines Ausreißers. Verdammt, diese Wächter hatten nicht nutzloser sein können. Von einem Krokodil gefressen, ausgerechnet, grauenhaft. Wie auch immer, was war das eigentlich für ein feuerspuckendes Monster? Eine solche Bestie habe ich noch nie zuvor gesehen. Gepriesen seien die drei. Wenn das Monster und das Krokodil nicht so miteinander beschäftigt gewesen wären, wäre ich jetzt tot. So kann es nicht enden. Ich bin ein Aristoi. Ich werde hier nicht sterben. Nicht so.
Ach du Scheiße. Du dämliches Eichhörnchen. Wenigstens ist man bei den Tränken nicht limitiert. Okay, wenn keine mehr da sind, keine mehr da, aber... Egal, was das hier ist. Ist das ein Blocken? An die Hyänen aus König der Löwen. Ich muss aber sagen, es ist nicht so Souls-like-mäßig, wie man sich das vielleicht dann jetzt gerade noch kurz vorgestellt hat. Es nimmt nur wahrscheinlich Elemente daraus mit rüber. Ja, das vergiftet mich natürlich. Ich würde eigentlich ein Stück zurücklaufen. Weil es gab ja diese Kiste am Anfang. Es ist sehr hübsch, also ich finde es wirklich, es ist für einen, ich glaube 35-Euro-Spiel soll es ja sein, ist das wirklich sehr hübsch geraten. Obwohl Preis natürlich nichts über Grafik sagt. Hier wundert mich, dass das jetzt nur so ein kleiner Bereich ist. Aber wahrscheinlich kommen weitere Bereiche dazu, weil es ja die erste Fähigkeit. Du kriegst bestimmt weitere Sterne, wenn du die Gegner bekämpfst. Könnte ich mir vorstellen. So, hier war ich doch lang gegangen, um den zu holen, oder? Da war die Kiste. Siehst du, man braucht Dolche. Da kann man nicht mit dem Hammer rangehen. Und sie ist sehr hübsch animiert, also sie ist sehr gut animiert, finde ich. Ach, habt ihr was gesehen? Der hat so einen kleinen Münzbeutel im Mund gehabt. Wie so ein kleiner Loot-Goblin. Der erste.
erste Gegner wird dieser Eva sein, den wir gerade schon gesehen haben. Erhöht die Reichweite von Wurfgegenständen. So ein bisschen an Troja. Achilles sein Schildangriff. Beziehungsweise sein Schwerthieb nach vorne. Jetzt kommt das Krokodil. Wo in der Liste schon die Erwähnung war. Zahn, der Verschlinger. Komm mir wie bei Monster Hunter vor. Damn it! I can't keep going until I defeat. Eine Hand bekommst du nicht. Das hat Captain Hook schon gesagt. Oh, ich bin zu langsam im Ausweichen. Das Schild zu benutzen ist übrigens keine so gute Idee bei ihm. Northwind Legion's mark on the hilt. Papa and the others must have come this way. Perfect. At least I'm on the right track. They must have already entered Aphis.
First try. Das wird ein No-Death-Run. Weiße Sternit-Brosche. Diese Brosche aus Silber hat ein hübsches Motiv und in der Mitte ist ein Stück weißer Sternit eingelassen, der sich von normalen Sternit zu unterscheiden scheint und mit anschwellender Energie gefüllt ist. Ja, gibt Resistenz 5 auf 2 Schadensarten. Das sieht aus wie Arkan, glaube ich. Und das andere scheint Schnitt, Stich und ja, Hammer. Also Stoßschaden zu sein. Das scheinen die auch zu unterscheiden. Ich muss sagen, aber ich fand das, den Schadensfeedback gerade nicht perfekt. Aber vielleicht muss ich mich noch ein bisschen besser dran gewöhnen. Ich komme jetzt nicht mehr zurück. Oh nein, ich habe doch diesen Eber noch da im Wald gesehen. Im Namen des Windes, ich habe noch nie so ein gigantisches Krokodil mit solch einem Überfluss an magischer Energie gesehen. Was muss bloß mit Arthas geschehen sein, dass es eine solche Monstrosität hervorgebracht hat? Ottos Dolch steckt im Monster fest. Hier muss ein heftiger Kampf stattgefunden haben. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Vielleicht sind sie nicht allzu weit von hier entfernt. Ich glaube, was mich fasziniert hat auch an den Videos ist halt, dass die Animationen von dem, sag ich mal, eher Anime-Charakter schon sehr gut sind. By the north wind. Such a grand city wall. This must be Aphis. Anor Londo. He must have found a way to get in somewhere around here. Aber typisch Frauenklischee. Die muss natürlich alles in ein Tagebuch reinschreiben. Papa und die anderen müssen sich hinter dieser gewaltigen, massiven Mauer befinden. Ich komme näher, ich kann es fühlen. Der Nordwind-Legion. Auf dem Grab befinden sich verschiedene Ausrüstungsgegenstände der Nordwind-Legion. Ausgehend von den Namen, die auf ihnen geschrieben stehen, handelt es sich um die letzte Ruhestätte von Haftor und Gunnarsson. This is a Northwind Legion grave. From the looks of it, it was dug recently. Haftor and Gunnarsson. I don't know why you were buried here, but may the wind guide your souls. Boah. Judging by its direction, I should be able to get into the city from here. Wow. What a terrifying magical aura. Even the forest is filled with strange monsters I've never seen before. And if that's the case, the city must also be... No, don't think about that. I need to focus on completing my mission. Haftor and Gunnarsson died. Schöner Stimmungswechsel. What the hell could have happened with Operation Ashwind? Their last report just mentioned someone living in Aphis. There hasn't been any word from them since. I really am worried about them.
Hopefully the North Wind can guide me to my father soon. Please, I'll do anything. Ach so, ich hätte gar nicht durch die Kloake laufen müssen. Ich hätte da oben lang laufen können. Tagebuch eines Ausreißers, dieser wertlose Kerl, Marble. Der macht doch nichts anderes, als das Kriegsrecht auch durchzusetzen. Wer weiß, ob er vorhat, Arthas allein zu regieren. Kann er uns von Asterigos befreien? Wenn ich mir anschaue, in welchem Zustand sich das Volk befindet und wie die Armee die Kontrolle über jegliche Gebiete verloren hat, dann würde ich sagen, dass Arthas für immer verloren ist. Glücklicherweise habe ich schon vor langer Zeit Vorbereitungen getroffen. Ich werde diesen verfluchten Ort verlassen. I never did pass the Legion swimming test. I hate this field. Like the water's bottomless. Aber auch klar, dass hier eine Kiste versteckt ist. Also es scheint übrigens auch so eine Art Crafting zu geben, weil es gibt ja das Sammeln von seltenen Materialien von Gegnern. Aber dazu bestimmt später mehr. Ach, sie kann Treppen runterrutschen. Entwickler, du kriegst ein Plus-Plus von mir für sowas. Das wird in so vielen Spielen einfach vergessen, dass man ja nicht einem Charakter stundenlang zugucken will, wie er die Streben runterkriecht. Up ahead. That energy's different from what I've seen before. Is it some sort of magic? Außer Lara. What the? Let us out of here! Why can't we leave? Your god has ordered that anyone who wants to be Memphis must undergo strict investigation. I didn't spread the magic curse! I have a past and proof of assets. You have to let me leave! I do not. You need to reapply for the pass. So go to the plaza and go. Image magic? Is it something that happened in Aphis? Could it be related to the curse? There are so many incredible phenomena here. Scheiße, sieht so aus, als wenn ich das schon mal gespielt habe. Habe ich aber nicht. Es ist einfach nur logisch, dass in diesen Ecken Sachen liegen. Stop right there. Wait, are you from Aphis? And from the looks of you, you're with the North Wind Legion, but a child. You know of the North Wind Legion. Have you seen any others? No time for that now. You're coming with me. Damn it! Boah! Ich hab den Controller weggelegt gehabt. Vor allem starker Mann. Lass mich in Ruhe! Dein männliches Patriarch endet heute hier. Au.
Ich glaube, man soll nicht gewinnen.